Hallo Leute, ich bin gerade nach Hause gekommen. Es ist 13 Uhr. Um 14 Uhr habe ich meine nächste Vorlesung. Von 10 bis 12 hatte ich Sport. Also Viertel nach 10 bis Viertel vor 12. Und ja, für mich, der sonst nie Sport macht, das ist schon irgendwie anstrengend. Wir haben heute Aufwärmübungen bis hin zum Purzelbaum gemacht mit Aufbauen und so weiter. Dann hat mich netterweise eine Studienkollegin mitgenommen, die auch in meine Richtung muss. Und ich war dann auf dem Weg noch einkaufen und habe nochmal versucht, meinen Studentenausweis zu validieren, aber der Automat hat meine Karte nicht angenommen. Ich wollte sowieso schon länger mal mit dem Kartenservice Kontakt aufnehmen, habe das aber bis jetzt irgendwie noch nicht gemacht, weil ich nicht weiß, ob noch Geld auf meiner Karte ist. Und wenn ich eine neue beantrage, dann habe ich halt ein Problem, wenn da noch viel Geld drauf ist, weil ich seit mehr als einem Jahr nicht mehr in der Mensa oder so war, wo man das Geld ja benutzt. Deswegen weiß ich es nicht. Ich zeige euch kurz hier meinen Einkauf. Ich habe hier eine volle Tüte. Ich habe natürlich wieder die zwei wichtigsten Sachen vergessen. Ich habe keine Eier und kein Klopapier gekauft. Also Klopapier ist jetzt noch nicht so wichtig. Ich habe noch ein bisschen Vorrat. Das wollte ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht, weil es draußen regnet. Und naja, sonst habe ich dann wieder noch so eine extra Tüte und alles nass. Ich habe mir eine Fertigpizza gekauft. Momentan lebe ich nach dem Motto, lieber fertig essen wie gar kein Essen. Deswegen, und ich habe ja jetzt nur, ich wusste nicht genau, wie viel Uhr es ist. Ich dachte, ich habe jetzt nur kurz Zeit bis zur Vorlesung. Das kriege ich aber auf jeden Fall in der Zeit noch hin. Und Eier ist halt echt blöd, weil das eigentlich das ist, was ich esse. Wenn ich nicht weiß, was ich essen soll, dann mache ich mir halt einfach Spiegelei. Oder wenn ich Nudeln gekocht habe, Nudeln mit Ei. Oder wenn ich Kartoffeln gekocht habe, Kartoffeln mit Ei. Oder wenn ich Reis gekocht habe, Reis mit Ei. Aber gut, also das mache ich jetzt erstmal und räume nebenbei ein bisschen auf. Und dann treffen wir uns später wieder. So, ich habe mich umgezogen aus meinen schwitzigen Sachen. Ich habe so einen Moment. Ich habe so einen Joghurt als Vorspeise angefangen, weil ich habe so Hunger. Jetzt muss ich noch warten auf die Pizza, um so meinen Magen vorzubereiten. Und ich sortiere wieder meine Kapseln ein. Das war auch gestern wieder ziemlich gut, dass ich sie schon vorbereitet hatte, weil mit der Klausur war ich natürlich ein bisschen gestresst und dann habe ich die einfach mit runtergenommen und nehmen können. Genau, und deswegen sind jetzt wieder mal alle Kästchen leer und heute ist so ein Tag, an dem ich Zeit dafür habe. Genau, also das bewährt sich auf jeden Fall. So, Pizza ist fertig. Mit meinem Ofen könnte ich da schier verzweifeln. Der ist einfach, das ist so das aller Blödeste in der ganzen Wohnung, dieser Ofen. Also ist unten wahrscheinlich schon ziemlich verbrannt. Und oben war es noch überhaupt nichts. Und ach, ich weiß auch nicht. Man kann auch nur die Temperatur einstellen. Nicht mal ob Ober-Unterhitze oder sonst irgendwas. Das Licht funktioniert auch nicht mehr. Und diese Heizstäbe hängen schon runter. Und huiuiui. Naja. Draußen windet es ganz schön. Ich glaube, also manchmal ist es fast sogar ein bisschen unheimlich, wie sehr es Sachen draußen bewegt und knarzt und knirscht. Aber davon lasse ich mich nicht beunruhigen. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde bis zur Vorlesung, ein bisschen weniger. Da werde ich auf jeden Fall mindestens die Hälfte der Pizza schaffen. Und dann halt werde ich einfach das Video nicht anmachen. Genau. Hallo Leute, es ist 22:37 Uhr und ich hatte heute um 19:30 Uhr wieder mein Pfadfindertreffen. Und das ging so bis 21 Uhr, 21:30 Uhr. Und davor, ne, habe ich mal wieder geschlafen. Ich glaube irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so eine große Sache geschafft habe, wie zum Beispiel die Klausur, dann falle ich danach immer noch mal tiefer in ein Loch wie vorher schon. Weil ich mir so denke, boah, ich habe jetzt was geschafft, jetzt kann ich wieder irgendwie weniger leisten, weniger tun. Das ist so eine Dynamik, die echt einfach voll ungut ist, aber die halt immer wieder passiert. Ja.
Ich werde jetzt auf jeden Fall was essen. Ich habe ja beim letzten Einkauf habe ich jetzt mal Toast gekauft, weil ich ja jetzt endlich auch mal einen Toaster habe, der gut funktioniert. Und das werde ich jetzt, glaube ich, mal machen, weil ich irgendwie so eine solide Grundlage brauche. Ich habe heute erst einen Joghurt gegessen. Deswegen mein Ausspruch von gestern, lieber Fastfood wie gar kein Food sozusagen, also mit der Pizza. Die war gestern übrigens, die wäre ganz gut gewesen, glaube ich, wenn der Boden nicht so dunkel wäre. Er war nicht angebrannt, aber man hat irgendwie der Bodengeschmack hat irgendwie den Geschmack der Pizza überdeckt. Also, naja. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal irgendwie Toast machen. Ich habe auch von gestern noch eine Brezel, die werde ich wahrscheinlich auch auftoasten, damit sie ein bisschen frischer schmeckt. Und sonst, ja, ist Küche wieder ein bisschen chaotisch hier mit den Sachen, die ich noch nicht so richtig abgespült habe. Ja, ansonsten. Ach, ich weiß auch nicht. Morgen habe ich den ganzen Tag frei. Das verleitet mich sehr dazu, heute wieder etwas länger zu machen. Ich melde mich einfach beim Essen nochmal. Ich muss mich jetzt gerade erstmal ein bisschen selber sortieren. So, eine Brezel habe ich schon gegessen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich noch so ein Stückchen übrig habe. Das werde ich jetzt auch noch essen. Dann habe ich aber irgendwie Lust auf was Warmes. Also mal schauen, was daraus wird. Und nebenbei gibt es ein bisschen Smoothie. Meine Kapseln habe ich jetzt auch genommen. Eigentlich soll ich sie jeden Tag möglichst zur selben Zeit nehmen. Das wäre so 15, 14 Uhr. Aber da habe ich heute geschlafen, also da wurde daraus nichts. Ja, ich habe auch gemerkt, dass ich noch dieses eine Brötchen habe, was ich vor der Klausur dann nicht mehr gegessen habe. Aber das werde ich jetzt heute, glaube ich, nicht mehr essen. Das kommt dann halt auch einfach in den Toaster in den nächsten, also hoffentlich morgen. Also, ja, ich denke morgen. Beim Lidl gibt es diese Fertigpäckchen, die ich sonst habe nicht. Deswegen habe ich mir mal das gekauft. Das war gerade irgendwie im Angebot oder speziell da. Das gibt's jetzt. Hinter mir kocht das Wasser. Und nebenbei höre ich ein bisschen Hörbuch. Genau, das wird sozusagen mein warmes Essen. Und der Toaster, der hat seinen Dienst erledigt. Das war nicht so lecker. Irgendwie halt. Ja, ich meine, es soll eine Nudelsuppe sein oder eben nicht. Soll es eine Suppe sein? Es ist eher wie eine Suppe, zumindest so wie es bei mir halt geworden ist. Und im Gegensatz zu diesen anderen Nudeln, finde ich, schmecken die, also sie sind schon durch, aber die schmecken irgendwie anders, trockener, irgendwie in Teig, also keine Ahnung. Ich finde es nicht so gut. Ich würde es nicht nochmal kaufen. Hallo Leute, ich sitze gerade im Schnitt von Tag 13 und 14. Es ist inzwischen der 21.05. um 3:42 Uhr. Ich habe gerade schon mal ein Outro gedreht, aber das war komischerweise ohne Ton. Ich habe nämlich festgestellt, eben, dass ich keine Verabschiedung gedreht habe und ich habe auch nicht darauf geachtet, dass der 4.05. zum Beispiel nur 3 Minuten lang gewesen wäre und ich überhaupt quasi gar nichts erzählt habe, nachdem ich die Pizza gegessen hatte, habe ich einfach irgendwie aufgehört zu filmen. Aber es ist, glaube ich, auch nichts Spannendes passiert. Ich habe es ja am nächsten Tag erwähnt, dass ich einfach noch lange wach geblieben bin, aber nichts Produktives im Prinzip getan habe. Deswegen dachte ich mir, ich kombiniere einfach die beiden Tage. 8 Minuten ist, oder 9 Minuten, wenn ich das jetzt aufnehme, ist vielleicht eine gute Länge für einen Vlog. Und ich glaube, die beiden Tage haben ja auch ganz gut zusammengepasst. Deswegen, ja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch zu verabschieden. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Vielleicht beim nächsten Daily Vlog. Gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieser kleine Einblick in mein Leben gefallen hat. Und ja, hier an der Seite sind 2 alte Videos von mir, wie immer. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Und dann, ja, wie gesagt, hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch mal gerade bei euch ist. Und tschüss.